Das Zittern an der Börse, das geht tatsächlich weiter, denn nachdem wir ja vor dem Wochenende ziemlich blöd angefangen haben, nein, aufgehört haben, haben wir heute sehr gut angefangen. Die Märkte alle ziemlich gut nach oben unterwegs. Im Gegenteil, der DAX sieht sogar sehr hübsch aus in seiner Formation. Das kann man bei den Amerikanern noch nicht wirklich sagen. Trotzdem ist es dort erstmal nach oben gegangen. Warum kann man das da nicht sagen? Das Problem, was es da gibt, das liegt einfach daran, dass der Markt dort sehr wackelig eben in der letzten Zeit nach oben geschossen, nach unten gefallen, dann wieder nach oben gekommen ist, dass man nicht wirklich eine Richtungsentscheidung hier vorwegnehmen kann. Das ist für mich als Händler aber durchaus wichtig. Ich mag immer gerne erkennen können im Vorhinein, was ist die starke Seite? Wo sind die Marktteilnehmer engagierter und wo sind sie sehr eher zurückhaltend? Das lässt sich aber im Moment nicht wirklich festhalten. Beides ist durchaus auffällig, die Märkte eben wie gesagt in beide Richtungen relativ schnell. Insgesamt kann man allerdings sagen, noch ist die Aufwärtsseite ja die, die weiter trägt. Und das ist zumindest noch mal ein bisschen ein gutes Zeichen. Insgesamt muss man aber sagen, dass dadurch die Aufwärtsbewegung, so wie wir sie bisher hatten, nicht wirklich die entgeilste ist, um das mal so vorsichtig zu sagen. Nichtsdestotrotz, ein Überschießen des letzten Hochs, des September-Zwischenhochs beispielsweise, das wäre auf jeden Fall noch drin, bei den Indizes auf jeden Fall. Aber ob es dann noch wirklich weiter trägt, das ist und bleibt sicherlich die Frage. Ich hatte dazu am Wochenende ja einen Videobeitrag vorbereitet, vielleicht habt ihr euch ihn schon angeguckt. Wenn nicht, ist auch kein Drama, aber da habe ich so ein bisschen den Eindruck, den wir jetzt aktuell haben und wie wir mit der Situation idealerweise umgehen können. Trotz alledem, die Erwartungshaltung ist noch nicht wirklich auf der bullischen Seite. Das werden wir sicherlich jetzt auch noch weiter verfolgen, was das vielleicht für unseren Trade des Tages oder eben für Nachrichten Intraday nochmal bedeutet, die wir in Born for Trading ja dann entsprechend aufs Smartphone senden. Das werden wir nochmal sehen, aber spannend bleibt das allemal. Sehr auffällig ist zum Beispiel, dass Silber sich tapfer wieder erholt hat. Ich habe eben gesehen, 2 oder noch mehr % im Plus, ziemlich deutlicher Anstieg. Das war schon ziemlich atemberaubend. Also man sieht, auch bei den Edelmetallen ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Denn auch hier ist eigentlich seit dem Tief die Aufwärtsbewegung noch nicht wirklich so in trockenen Tüchern, dass man sagen kann, hey, jetzt ist schon alles klar, wir orientieren uns nach oben. Trotz alledem, auch hier gilt nach wie vor, wenn auch im schwachen Maße, aber die Aufwärtsrichtung scheint wohl noch nicht so richtig abgeschlossen zu sein. Also vielleicht dann doch noch nicht der richtige Zeitpunkt, auf die Short-Seite zu wechseln, aber eben auch noch nicht die richtige Richtung, um wirklich sich massiv und im großen Stil auf die Long-Seite zu orientieren. Das klingt aber doof. Man möchte doch gerne eine Festlegung haben. Richtig, würde ich auch gerne haben, aber aus charttechnischer Sicht ist das sowohl bei den Indizes als auch bei den Precious Metals, bei den Edelmetallen noch nicht wirklich sinnvoll aus meiner Sicht. Im Kleinen kann man da schon mal starten, wenn man hier was im 15-Minuten-Chart sieht oder im Stunden-Chart. Dann kann man da natürlich schon mal gucken, ob man da vielleicht einen ersten Anker mal setzen kann und darauf hofft, dass der Markt dann im Nachgang dann die Richtung dann auch aufrechterhält. Das ist nicht unmöglich, dass das passiert. Aber wir sollten uns da nicht zu sehr verlieben in diese Long-Richtung und sagen, das wird auf jeden Fall passieren. Das ist einfach zu unsicher. So, also in dem Sinne wollen wir es mal dabei bewenden lassen. Ich drücke euch jetzt erstmal die Daumen, dass ihr am heutigen Tag gut in die Woche reinkommt, dass ihr gute Trading-Situationen findet. Wie gesagt, meldet euch beim Trade des Tages an, beziehungsweise bei Born for Trading. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Nachrichten auch eben zeitnah von uns zu bekommen, wenn wir da irgendwo eine tolle Situation sehen, die wir dann auch vielleicht umsetzen können. Das sollte ja idealerweise so sein. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und bis bald.